willkommen hier bei der digitalen Führung durch die Ausstellung Drei Steine in einem Preview-Format. Die Graphic Novel Drei Steine ist entstanden in den Jahren vor 2016. Und es fängt an mit einer Albtraumsequenz, was auch Spiegelbild ist, quasi der posttraumatischen Belastungsstörung, unter dem ich als Autor jahrelang gelitten habe. Immer diese Träume gehabt, wie mich Neonazis zusammenschlagen und wie es dann in die Zeitebene geht, quasi aus dem Albtraum in die Gegenwartsszene. Eine Szene mit meinem Sohn, die dann nachher drüber geht in die Vergangenheit. In Dortmund Anfang der 80er Jahre. Das hat die Drei-Akt-Struktur quasi erleichtert, immer in Gegenwartsszenen zu gehen und von da aus in die Vergangenheit zu gehen. Ich war damals in der Animation School und dort habe ich Unterricht gehabt, auch bei Harald Siepermann. Und der hat uns gesagt, das Beste ist, wenn man als Story Artist, also Trickfilmer und so arbeitet, dass man dann auch versteht, wie ein Drehbuch zu lesen und wie ein Drehbuch zu schreiben ist. Und da gibt es die Hero's Journey und dort wird auch die Drei-Akt-Struktur sozusagen vorgestellt in der klassischen Drehbuchschule. Und das habe ich angewandt, um diese 2 Jahre biografische Geschichte quasi zu komprimieren und erzählbar in ein Buch zu machen. Und hier haben wir dann auch in der Originalzeichnung den Übergang von der Realzeit mit meinem Sohn, wo er 9 Jahre alt war, das spielt ungefähr 2011, in die Vergangenheit 1983, auch hier als Sinnbild der Niedergang von Kohle und Stahl, der es den Neonazis dann auch so einfach gemacht hat, ihre Argumentation, der Gastarbeiter da vorne nimmt dein Papa den Arbeitsplatz weg, zu artikulieren. Die Schändung des jüdischen Friedhofs in Dortmund. Und hier haben wir auch noch diese sogenannten Thumbnail-Storyboards, die ausgestellt sind, aber auch diese Originalzeichnung. Alle auf DIN A4 Bleistift mit Druckbleistift gezeichnet. Die Geschichte fängt ja an, wie Andreas, ein neuer Mitschüler in unserer Klasse, nach dem Geschichtsunterricht den Holocaust leugnet. Und hier haben wir auch nochmal den jüdischen Friedhof im Print. Und hier sehen wir dann auch die ersten Studien, die es dann gab, auch zu dem sogenannten Toilet Fight, der im ersten Akt stattfindet. Und dann auch hier sehen wir den Arbeitstitel, damals Wilhelm Busch Realschule. Ich habe mit den Arbeiten habe ich in Frankreich angefangen und in Frankreich kannten einige Max und Moritz, aber keiner Wilhelm Busch. Deshalb auch nachher diese Titeländerung in Drei Steine, weil ich auch immer drei Steine oder Steine in meiner Tasche getragen habe als Waffe. Dies hier ist auch der Titelentwurf und so ist es dann quasi nachher auf dem Buch erschienen. Und ich habe in Frankreich auch mit dem Buch angefangen, auch das war im Atelier du Maquis in Angoulême, früher Atelier Sanson. Und hier sehen wir auch die ersten Zeichnungen, die ich gemacht habe. Heute noch mit französischer Sprechblase, damit ich da mit meinen Kollegen mich darüber unterhalten kann, wie die Szene weitergeht. Und das waren dann zum Beispiel Cédric Fortier, Comiczeichner, der mir gesagt hat, wenn du Gewalt darstellst, dann zeig es auch, indem du den Leser verwirrst. Zum Beispiel hier dieses Bild, dieses Key-Visual aus dem Toilet-Fight, dieses K.O.-Schlagens quasi auf den Kopf zu drehen und das Aufwachen auch. Das verwirrt den Betrachter, genau wie ein Gewalt jemanden auch verwirrt. So, und auch diese Idee mit dem Hakenkreuz über diese Zeichnung einzublenden, das war von einem Atelierkollegen aus Frankreich, von Mintan Duong. Und auch die Idee, zum Beispiel in den mehreren Zeitebenen zu arbeiten, hatte ich auch in Frankreich gekriegt von einem Kollegen, Jean-Christophe Fournier. Und hier haben wir quasi auch diese Texttafeln, nachdem diese ganze Ausstellung auch gegliedert ist. Gefahr von gestern und heute, also auf die Gefahren des Nationalsozialismus und auf die Gefahren des Rechtsterrorismus heute, die auf die gleiche Ideologie zurückgehen. Und dann gehen wir dann auch in diese Steine hinein. Der erste Stein, der dann verwendet wird zur Notwehr, quasi was als legitimes Mittel, um sein eigenes Leib und Leben zu schützen. Dort war ich dann auf einer Kirmes in so einem Fahrkarussell bei ziemlich cooler Rockabilly-Musik und Rock'n'Roll-Musik und dann marschierten auf einmal die Neonazis auf, was ich absolut nicht erwartet hatte, da ich dachte, dass die bei einer vollgefüllten Kirmes
garantiert keine Zeugen brauchten, wenn sie jemanden zusammenschlagen, aber das war denen auch egal. Und so gab es dann diesen Hinterhalt auf dieser Kirmes, und dieser Kirmes-Hinterhalt, der war auch zeichnerisch die aufwendigste Szene. Gerade auch diese Architektur, Mechanik von diesem Raupenkarussell der Amazonerbahn war schwierig. Und hier sehen wir dann auch den Einsatz des ersten Steins, wo dann Skinhead Erwin und seine Konsorten auftauchen mit Andreas und anderen Mitgliedern der Borussenfront. Wusste ich, ich habe ein Problem, habe dann um Hilfe mit dem Signal gebeten, Notstopp, es bremste, doch es war zu spät. Ich kam im Zeltbereich zu stehen, wo es keinen Fluchtweg gab, und dort zog ich dann den einen Stein heraus, den ich am jüdischen Friedhof von einem geschändeten jüdischen Grab aufgesammelt hatte, wo der Stein des Gedenkens davor im Dreck lag. Den nahm ich dann, zielte und gab Skinhead Erwin einen Denkanstoß. Und das war somit der erste Stein, der eingesetzt wurde. Also hat nicht viel geholfen, doch damals, da hat mir dann Thomas geholfen. Der schrie dann, hey Fettsack, dreh dich um. Und Thomas stand da mit vier Kumpels von seiner Fußballmannschaft. Thomas war eigentlich ein Freund meines Bruders. Und das war das zweite Mal, als er mir geholfen hatte. Die Neonazis waren so hellauf begeistert von Thomas, dass sie ihn dann nachher zu einem Kameradschaftsabend beim alten Fritz eingeladen haben. Dieser Kameradschaftsabend beim alten Fritz fand jeden Mittwoch statt. Ich habe da auch mal drauf gelauert, das ist nicht im Buch drin, aber ich habe mir das mal angeguckt. Dort habe ich dann auch Michael Kühn gesehen, den Christian Worch, den Jürgen Rieger, also das Who is Who der westdeutschen Neonazi-Szene, diese 6 Jahre vor dem Mauerfall. Und dort sehen wir auch das Hannibal-Gebäude, und davor in einem Vorgebäude war die Wohnung von dem alten Fritz, einem ehemaligen SS-Offizier, der die erste Generation der Neonazis quasi hier radikalisiert hatte. Und das so hatte mir Thomas dann auch die Wohnung beschrieben, mit Hitlerbüste, Hakenkreuzstandarte und 2 Mauser Wehrmachtskarabiner in der Vitrine. Und der alte Fritz stand da sogar in einer SA-Uniform. Und hier kommen wir jetzt darüber zu dem zweiten Stein, sozusagen die Hybris, die Selbstüberschätzung des Helden. Es hat angefangen damit, dass ich quasi, dass auf mich geschossen wurde im Haus meiner Eltern, und das war ein Gewehrschuss, und wusste ich halt, das kann nur durch diesen Mauserkarabiner zustande gekommen sein, der beim alten Fritz in der Vitrine stand, und der Schießbefehl kam von Andreas. So habe ich mir dann Andreas geschnappt und bin dann hinter ihm hergerannt, wollte ihm klar machen, lass mich endlich in Ruhe, lass es sein, pfeif deine Schläger zurück, ansonsten bist du selber dran. Darauf konnte er nicht hören, hat er versucht, mir die Augen auszukratzen und die Haare auszukratzen. Und dann habe ich dann rot gesehen, ich habe dann einen Stein genommen und wollte ihm den Schädel einschlagen. Und dann, dann hat sich zum Glück eine Vision von meinen Augen aufgemacht, wie er unter mir liegt mit einem eingeschlagenen Schädel, zermatschten Kopf und ich mit einem blutigen Stein und Blut an den Händen. Und dann kam die Stimme von meinem Pastor Rüther, bei dem ich zu der Zeit im Konfirmandenunterricht war, wo es dann hieß, du sollst nicht töten. Und somit habe ich dann den Stein neben den Kopf von Andreas in den Boden gerammt und ihm gesagt, ey, lass mich einfach zufrieden. Ich will einfach nur meinen Schulabschluss, ich will studieren, und dann, naja, danach haue ich hier ab, dann kannst du Dortmund-Dorstfeld auch gerne behalten. Naja, und somit bin ich da weitergegangen, und das war dann sozusagen die Hybris. Ne? Und nach der Hybris kommt bekanntlich die Katharsis, und dann sehen wir hier, das war der zweite Stein, der eingesetzt wurde, und daraus erfolgte dann die Katharsis, sozusagen die Selbstfindung des Helden. Durch den zweiten Mordanschlag, wo dann mehrere Mitglieder der Borussenfront auf mich gelauert hatten, nachdem die Reifen zerstochen waren. Auf meinem Fahrrad wurde ich von einem Motorradfahrer in den Rücken getreten. Und das waren 2 Neonazis aus meiner Schule und der Rest von der Borussenfront. Und die fingen an, auf mich einzuprügeln. Schüler vom Gymnasium sind vorbeigegangen. Ich habe um Hilfe gerufen. Und dieser SS Michi, den ich da benannt habe von der Borussenfront, der sagt nur, ey, wenn einer hier die Bullen ruft oder einen Krankenwagen, die machen wir genauso fertig wie den da. Ne? Und somit hat keiner einen Krankenwagen gerufen. Ja, und ich habe nur Schmerzen gespürt, mein eigenes Blut geschmeckt, habe meine eigenen Rippen brechen hören.
Ja, und dann nach einem Tritt gegens Gesicht hörten die Schmerzen dann endlich auf, doch sie setzten wieder ein. Also ich verlor meine Besinnung, bin dann nachher wieder wach geworden in meiner eigenen Blutlache und ich wusste, ich muss unbedingt ins Krankenhaus, dass ich über einige Umwege dann auch geschafft habe. Und das war die sogenannte Katharsis, die Selbsterkenntnis. Gewalt führt zu Gegengewalt. Ja, und dann endete dann alles vor Gericht und das ist auch im Buch zu sehen. Und hier in der Ausstellung ist dann auch noch der wichtige Punkt. Also ich habe überlebt, zwei der Neonazis kamen auch vor Gericht, doch diese Spirale der Gewalt war durchbrochen. Ich hätte auch viel früher Hilfe haben können, hätte ich quasi Opferschutzorganisationen kontaktieren können, doch diese Möglichkeit ergab sich damals nicht. Und hier sehen wir den dritten Stein, wo wir jetzt auch wieder in der Gedenkkultur sind. Der dritte Stein, Gedenken an die Vorbilder, Erinnerungen an die Opfer des Holocaust und auch an die Opfer der Rechtsextremen, die es ja gibt. Seit der Wende wurden über 200 Menschen umgebracht von Rechtsradikalen. Und das haben wir dann hier auch im Bild. Und zwar ist es der Epilog der Geschichte, wo ich dann gerade aus Israel wiedergekommen bin. Mein Sohn sieht, Tom sitzt am Wohnzimmertisch und sieht dann die Hakenkreuzstandarten auf dem Bildschirm bei mir, wo ich die Fotos sortiere und sage, Papa, lass das sein, das darf man nicht mehr zeigen, das ist ein verbotenes Symbol. Und dann dachte ich so, aha, mein Sohn mit 9 Jahren weiß, was ein verfassungsfeindliches Symbol ist. Okay, dann versuche ich immer den Holocaust zu erklären, obwohl ich ihn fast kaum selber verstehe, in der Sprache eines 9-Jährigen. Und das ist ein Ausdruck davon. Und hier sehen wir dann auch die Originalseite in Yad Vashem. Da war ich 2011. Dort habe ich auch die Fotos gemacht. Ich war auch sehr berührt von Yad Vashem. Ich habe mich geschämt, ein Deutscher zu sein, muss ich sagen. Dass die so industriell es geplant haben, Menschen planmäßig mit Quoten und Listen zu ermorden. Und das haben wir dann auch hier zu sehen. Ich muss sagen, wie haben sie die Nazis umgebracht? Hier sehen wir noch die Fotos in der Ausstellung von Yad Vashem, wo auch die Auschwitz-Fotobücher heute sind, wo diese Fotos raus sind, wie ein Transport neuer Häftlinge aus Ungarn, dann an der Laderampe von Auschwitz-Birkenau selektiert wird in arbeitsfähig und nicht arbeitsfähig. Die arbeitsfähigen junge Menschen, junge Männer und junge Frauen direkt zur Arbeit und die nicht arbeitsfähigen alte Menschen, schwangere Frauen, Frauen und Kinder direkt zur Vernichtung, ab ins Gas. Und da meine Geschichte quasi mit dem Leugnen des Holocaust anfängt, gehe ich hier auch schrittweise in Bilder und Fotos über. Und hier sehen wir dann die Säule der Helden in Yad Vashem, The Pillar of Heroism. Und hier wird an all die Kämpfer genannt, die den Mut hatten, mit der Waffe in der Hand gegen den Faschismus und gegen das Nazitum in Europa zu kämpfen. Hier wird gedacht an die Aufständischen des Ghettos, an die Partisanen in den Wäldern, an die Kämpfer der Resistance und der alliierten Soldaten. Und hier habe ich dann symbolisch den dritten Stein wieder die Bedeutung gegeben des Gedenkens. Den habe ich dort niedergelegt. Und in der Entstehungszeit meiner Geschichte gab es viele Widerstände, auch von meiner eigenen Familie, dieses Buchprojekt zu beenden. Und dann habe ich eine Dokumentation gesehen mit Beate Glasfeld. Da hatte ich wieder Courage und Wind in den Segeln. Und und ich durfte sie dann kennenlernen zu meiner Ausstellung in Oberhausen, wo auch die Texttafeln her sind. Der gleiche Leiter hatte vorher eine Ausstellung gemacht, mit Beate Glasfeld einen Dokumentarfilm gedreht. Und bei der Uraufführung des Dokumentarfilms haben wir uns getroffen, nachher auch essen gegangen. Und daher stammt das Foto. Also wie für einen Beatles-Fan, als ob er mit Paul McCartney essen geht. Ganz grandios und ich habe auch nachher noch ein Video mit ihr gemacht. Ja, das hier ist die Medienstation, die wir für das Buch auch in 3 Kategorien unterteilt haben. Einmal in Eigenregie, das sind meine Videos, die ich selber produziert habe. Dann Medienspiegel und Bildergalerien. In Eigenregie, dort haben wir dann Sachen wie den Trailer zum Beispiel, die als Videos hier auch zu sehen sind. Alle Videos sind auch auf der Webseite zu sehen. Und das Video hier mit dem Interview in der Steinwache, es wurde gedreht in der Steinwache in Dortmund, dem ehemaligen Gestapo-Gefängnis, auch eine NS-Gedenkstätte, ein Jahr vor Erscheinen des Buches.
Das Interview führte Alice Lanske, die auch in meinem Buch den Artikel geschrieben hat, Kontinuität des Hasses. Sie ist Journalistin und wo ich ganz besonders stolz drauf bin, das ist mein Interview mit Beate Glasfeld in Paris. Ich war eingeladen im Memorial de la Shoah, um meine Bilder auszustellen, eine Ausstellung Comics und Holocaust. Und Beate Glasfeld ist auf meine Einladung gefolgt, kam zur Vernissage. Zwei Tage später haben wir dieses Interview gedreht. Interview mit der berühmten Nazi-Jägerin. Also Beate Glasfeld, die berühmte Nazi-Jägerin. Auch dieses Interview ist auf der Homepage zu sehen. Und dort waren wir bei ihr im Büro. Und das war auch eine sehr merkwürdige Situation, denn zwei Tage vorher scheiterte das zweite NPD-Verbotsverfahren. Und darauf haben wir dann auch direkt reagiert. In der Medienstation geht es dann auch weiter über den Medienspiegel. Dort haben wir dann die Fernsehberichterstattung, zum Beispiel auch hier von dem Arte-Journal, wo wir dann auch den Originalschauplatz sehen können. Anfang der 80er Jahre, bitte, damals 13 Jahre. Auch diese Videos sind auf der Homepage dreisteine.com zu sehen. Dann auch noch WDR Lokalzeit, zwei Filme, sehr interessant, auch vom 1.12.2016, kurz vor der Preisverleihung des Rudolf Dierks Awards, geht es auch um eine Lesung im Westfalenkolleg. Im Westfalenkolleg, da war früher auch der Dirk Schulz, der Punker Schmuddel, der 2005 von Sven Kalin erstochen wurde. Sehr interessant ist auch der Beitrag vom Deutschlandradio Corso, kann ich nur empfehlen. Und dann haben wir noch die Bildergalerien, so ein bisschen die Reise der drei Steine. Die Medienstation hat den Stand von 2017, wir könnten heute viel mehr zeigen. Zum Beispiel auch die Ausstellung, die erste Ausstellung, die gab es in Erlangen. Dann in der Steinwache, in dem ehemaligen Gestapo-Gefängnis, wo wahrscheinlich auch Klaus Barbie gefoltert hat. Der war ja 6 Jahre in Dortmund, bevor er in Lyon war. Und da ist dann wieder auch die Verbindung zu Beate Glasfeld, die Klaus Barbie zur Strecke gebracht hat. Da die Innenräume, wo die Ausstellung war. Und dann, wo ich ganz besonders stolz drauf bin, meine Ausstellung als Gegenaktion zu der Jungen Freiheit auf der Buchmesse in Frankfurt. Und dort hat dann Bastian Behrens, Finanzressortleiter der Jungen Freiheit, nennt sich auch Doktor, ich frage mich wo drin, in dem nicht sein oder was, Propagandatüten des Buches Deutsche Geschichte für junge Leser von Karl-Heinz Hoffmann an minderjährige Teenager verteilt, die auf dem Weg waren zum pädagogischen Teil der Buchmesse. Und da habe ich Bastian Behrens gesagt, er soll da aufhören, wenn er das Erwachsenen gibt. Ansonsten gibt es am nächsten Tag eine Reaktion. Und dann auch als Reaktion darauf, am nächsten Tag habe ich in Hanau über Nacht die Poster drucken lassen von Adolf Duck und dann ein Jahr später bin ich denen mit dem Adolf Duck-Diorama auf die Pelle gerückt. Und dazu sehen wir gleich auch noch einen Ausschnitt. Da ist der Adolf Duck zu sehen, da machen wir gleich weiter, aber kurz vorher noch, das sind zum Beispiel hier die Bildrecherchen in Dorstfeld, immer noch dort die Neonazi-Aufkleber, das ist die Brücke, wo ich mit Thomas die Hand geschüttelt habe. Das ist die Toilette, wo ich zusammengeschlagen wurde, die Eislaufhalle und das sind auch die Originalspinde, wo drauf stand, Deutschland erwache und ich dann runtergeschrieben habe, Frühstück ist fertig. Ja, und jetzt gehen wir, also Cartoons gegen rechts, Adolf Duck. Hier im Adolf Duck Diorama. Willkommen im Deutschen Teich, entwickelt als Gegenaktion für die Frankfurter Buchmesse, als Social-Media-Aktion, die den Zugang zur Jungfreiheit blockiert hatte. Hier kann man Social-Media-Fotos machen mit den Sprechblasen, Deutschland erwache, Frühstück ist fertig, Brezel heil und noch ein paar andere. Und dann am besten posten mit dem Hashtag Adolf Duck. Willkommen im Deutschen Teich.